laufen, deswegen hier, erstmal rechts und links bei einem Pferd. Wenn ich beim Pferd rede rechts, links, gehe ich immer von Blickrichtung aus. Das ist rechts, das ist links, das ist schon mal vordefiniert. So, und wenn ich die Schlaufe des Pferdes, wenn das Leiten auf die linke Seite lege, ist auch gleich definiert, dass das Pferd nach links gehen will. Das heißt also Leitsatz Nummer 1, die erste Schlaufe, die ich lege, sagt aus, wo mein Pferd gehen kann. Leitsatz Nummer 2, den ihr euch bitte einprägt, das Seilende ist immer in der Hand, wohin das Pferd tanzt. Das heißt, wenn ich das Pferd nach links schicke, ist das Arbeitsseil auch in der linken Hand, nicht in der rechten Hand. Bevor wir natürlich die Übung wieder anfangen, hatte ich euch gesagt, vorher testen, wie reagiert das Pferd mit dem Seil an der Hinterhand oder beziehungsweise am Popo. Das haben wir jetzt schon getestet, da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Aber bitte vorfällt das auch bitte in der Workshop. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich lege jetzt das Seilprinzip hier über den Kopf und lege das westliche Seiltuch hinten um die Gruppe herum. Da müsst ihr jetzt mal gucken, ich mache das meistens so, dass ich mir hier ein paar Schlaufen mache. Und dann werfe ich das Rope-Prinzip hinten über die Gruppe. Und zwar so, dass es an der Hinterhand zu liegen kommt. Das ist jetzt wichtig, weil es darf nicht tiefer als die Hinterhand. Weil wenn ihr zu tief kommt, würdet ihr dem Pferd die Beine wegziehen. Das wäre jetzt nicht so toll. Deswegen denkt daran, immer überall vom Sprung weg. Was ich jetzt bei der ersten Übung mache, ist im Prinzip, dass ich jetzt mit der rechten Hand, sei es in der linken Hand, einen Impuls gebe. Und dann passiert Folgendes, ich drehe mich ja mit der Schulter hier rein. Weil das ist nämlich später für die Endaufgabe wichtig, weil das Pferd oder meine Körpersprache lernt, wann die Tür geschlossen ist oder wann sie offen ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich die richtige Hand nehme zum Impuls geben. Das heißt also, ich gebe jetzt hier einen Impuls mit dem Sprachbefehl. Den kannst du jetzt aussuchen. Dreh, Salsa, Rock, Steifen, Salsa, Geld, eine Brücke. Rock ist gut. Rock ist gut. Halt. Jetzt schiebe ich den Kopf in die Bewegungsrichtung des Pferdes, wo es hingehen soll. Rock. Ziehe vorsichtig an den Seil. Jetzt dreht sich das Pferd raus. Ich lade es zu mir ein, indem ich aber nicht ziehe, sondern jetzt kommt das, was ich euch erzählt habe, aus der Bewegung. Großes Kino, Pferd kommt zu mir. Lobes, manche könnten auch den Keks geben, wenn ihr das möchtet. Ich mache es meistens über diese Art hier. Und das wäre jetzt deine Aufgabe, bitte dreimal wechseln. Dann mache ich Waffe. Und wenn Sie sehen, dass der dreht, kommt hier auf mich zu. Ich mache einen seitlichen Impuls für die zweite und dritte Drehung. Deswegen ist es jetzt bei der nächsten Folge extrem wichtig, dass ihr auch lernt, wie ihr euch darauf bewegen müsst. Deswegen, erste Übung lernen, das ist auch nicht schwer. Wir gehen da morgen auf jeden Fall auch nochmal dran, nur dass ihr schon mal gesehen habt, was man machen könnte. Das heißt, ich gebe jetzt wieder den fertigen Impuls, den wir bei der ersten Übung hatten. Ich gehe jetzt im Prinzip mit meinem Arbeitsseil nach hinten. Das Pferd kommt jetzt hier auf mich zu, ich gehe seitlich vom Pferd und setze die nächste. Pferd kommt wieder auf mich zu, ich gehe seitlich vom Pferd, setze die nächste. So, jetzt habt ihr schon gemerkt, das Pferd hat sich jetzt seitlich nicht nur einmal gefährdet. Das kann man dann noch weiter ausbauen, das ist relativ schnell und die Einzelarbeit zeigt, dass das Pferd eigentlich auch komplett allein ist. So. Freundchen. Jetzt würde ich mal sagen, einmal probiert es nochmal mit dem Dreiersystem. Und auch Dreiersystem? Alles gut. Alte Frau. Was hast du gesagt? Alte Frau. Jetzt aber links, muss jetzt hier links. Einfach nur ein paar Schlaufen. Das war nur von meiner Seite. Ich stehe immer auf Achtet darauf, dass die Schlaufen hintereinander liegen. So, jetzt gibst du der Linie nach dem Pfund. Wenn du das Pferd nach links ein, nach rechts einschätzt, gehst du rückwärts. Und jetzt rückwärts bitte richtig verstehen. Wenn ihr diese Übung macht, wirklich rückwärts gehen. Weil, wenn ihr euch jetzt nicht rückwärts bewegt, sondern euch umdreht und so geht, dann zieht ihr den Kopf des Pferdes hier über den Rücken. Das funktioniert nicht. Deswegen wirklich rückwärts gehen, damit das Seil bei der Bewegung automatisch hier auf die Rückenseite fällt. Das wird sonst nicht funktionieren, wenn ich mich so drehe. Ja? Und wirklich rückwärts gehen. Ja, probieren. Okay. Alles mit dem Rücken. Okay. Salz. Einfach nach hinten gehen.
die Seite vom Pferd und mit der linken Hand die Beine. Also, jedes Mal, wenn du den Impuls gibst, aber hier ist was falsch gelaufen, das hat sie falsch gemacht. Also momentan war es so, dass der Mensch mehr ums Pferd gelaufen ist. Was aber noch viel schlimmer war, ich hatte eigentlich gerade, hättest du es gesehen, Impuls gegeben, falsch gelaufen, so gelaufen, statt so zu laufen. Sie hat also eigentlich das Pferd bei der Rückenbewegung drin, hast du eigentlich jetzt dazu bewegt, mit dem Kopf über den Rücken rüber zu gehen. Und das geht nicht, weil die Kontaktseite hier nicht getroffen wird. Versteht ihr das? Jemals eine langsame Mahlzeit tanzt, das stimmt ja total aus heutzutage. Pferdekopfseil, sprich Tanzpartner. Turnen. Hier vorne nicht mehr schicken, als man hinten aufnimmt. Die Dame würde es wünschen und sich freuen, dass sie so geführt wird. In dem Moment ist die Dame das Pferd. Ne? Das Seil auch ein bisschen in Anlehnung, wenn das durchhängt, sagst du Turnaround, ziehst. Ganz schlecht. Für als Dame im Tanz. Ein kleines bisschen in Anlehnung, eine Botschaft, Turnaround. Und schon weißt